Hallo alle miteinander. Ich denke, es ist mal wieder Zeit für ein kleines Video-Update bezüglich kommender Dinge auf meinem Kanal. Ich habe noch so einiges geplant, aber zuerst einmal zu meinen Let's Play-Projekten. Mein aktives Let's Play ist Shadows Awakening. Da versuche ich, ja, wenn es klappt, so mindestens jeden zweiten Tag eine neue Folge hochzuladen. Ansonsten habe ich Two Worlds, das ich noch aktiv spiele. Da kann ich euch nicht versprechen, dass es alle zwei, drei Tage eine Folge gibt, aber ich werde auf jeden Fall wöchentlich mindestens eine weitere Folge hochladen. Es sei denn, ihr möchtet davon mehr sehen, dann kann ich das natürlich von der Frequenz her auch so ein bisschen steigern, ne? Dass das vielleicht ja doch alle drei Tage dann auch mal eine neue Folge geben wird. Runestone Keeper bleibt weiterhin unregelmäßig, weil das ist wirklich einfach nur so zum Spaß mal zwischendurch. Und ich habe bei dem täglichen Booster aktuell ja noch Atoraxia der Prolog. Da hatte ich euch ja auch schon mitgeteilt, dass mir durch eine Datenpanne leider 15 Folgen verloren gegangen sind. Von daher, wenn das beendet ist, also ich den letzten Booster geöffnet habe, dann bin ich am Überlegen, ob ich dann damit weitermache. Das ist ja sowas wie eine Spezialedition Ghost in the Shell. Würde ich dann, ich habe ein ganzes Display und würde ich dann halt auch im täglichen Booster mit euch öffnen. Da sind 20 Stück drin, das heißt, einer wandert wieder in meine Sammlung und 19 haben wir dann noch übrig zum Auspacken. Da bin ich auch mal richtig gespannt, was da so drin ist, weil Ghost in the Shell, so den Anime bzw. Manga, habe ich mich jetzt nicht groß mit auseinandergesetzt. Ich habe zwar die Kinofilm-Verfilmung mit, ja, wie hieß die doch gleich, die Schauspielerin, jetzt komme ich echt nicht auf den Namen, naja, die auch bei Avengers mitgespielt hat, Black Widow. Ich fand den Film echt nicht schlecht und wie gesagt, ich habe halt auch richtig Bock, das dann auszupacken. Ich denke mal, das wird dann der nächste tägliche Booster. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ansonsten im Trading Card Bereich. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich auch Pokémon auspacken möchte. Und da habe ich mir was besorgt, wo ich auch schon richtig mal Lust drauf hatte, mir das zu kaufen. Top Trainer Boxen. Ich habe zwei Stück. Und zwar einmal Schwert und Schild Flammende Finsternis. Das ist die Enginalos Box. Die fand ich vom Design her auch echt schick. Und ich habe noch eine zweite. Ebenfalls Schwert und Schild Clash der Rebellen. Und zwar mit Patinaraya. Ja. Die werde ich auch gesondert mal jeweils in einer Folge auspacken. Da habe ich auch richtig Lust drauf, gerade weil in diesen Top-Trainer-Boxen eben auch noch ein bisschen Zubehör mit enthalten ist, wie Kartentrenner und Kartenhüllen. Und ja, da könnt ihr schon gespannt sein drauf. Das wird, denke ich mal, jetzt kommende Woche schon mal eine Folge wenigstens von kommen. Mal gucken, wie ich das mache. Ja, ansonsten, wie gesagt, tägliche Booster bleibt bestehen. Let's Play-Projekte hatte ich ja angesprochen. Und ich hoffe, euch gefällt der Kanal bisher soweit ganz gut hier. Ihr könnt mir gerne Kommentare hinterlassen, was ihr vielleicht sonst noch mal sehen möchtet. Let's Play-Bereich oder eben auch bei den Sammelkarten. Da bin ich für Vorschläge echt offen. Wobei ich da auch noch viele Ideen habe, was zumindest jetzt auch so zur Weihnachtszeit habe ich noch ein Special vor. Aber da muss ich mal gucken, ob das alles so klappt. Ja, falls ihr weitere Folgen sehen wollt und nichts mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch bitte meinen Kanal und klickt auch auf die Glocke. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Und da bleibt mir abschließend nur zu sagen, viel Spaß auch weiterhin hier. Vielen Dank schon mal fürs Zuschauen und dass ihr wirklich regelmäßig hier vorbeischaut. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao Leute!